Servus Alexander und wir sind wieder im Let's Play Together with Egonson und Günnar. Ich bin der Marvin. Hallo Egonson. Hallo, schön, dass wir hier uns wieder zusammengefunden haben und Günnar beim Frieden schließen zuschauen. Unser Cliffhanger. Ja. Genau, damit haben wir letztes Mal aufgehört. Ja, grüß Gott, liebe Freunde. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen und vor allen Dingen mir mal gerade noch einen Schluck Siegeskaffee einschenken zu können. Und dabei fällt mir ein, dass ich letztens auf eine Seite gestoßen bin, auf der man zwei YouTube-Videos gleichzeitig laufen lassen kann. Ah ja, stimmt. Das hattest du mir auch geschickt. Das ist eine sehr, 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 sehr formidable Einrichtung. Ja. Leider und, nur zwei. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, und was macht man dann? Unser Let's Play Together gleichzeitig laufen lassen. Ach so, und stimmt. Nur einmal den Ton an. Also das stimmt, okay. Ja. Ich dachte mir gerade, warum sollte man zwei Videos gleichzeitig anschauen wollen, aber das klingt gut. Ja, ne? Also im Rahmen dessen habe ich es dann auch entdeckt, dass das jemand gemacht hat, eben bei einem Together-Let's Play, da beide Videos. Und es reicht ja, wenn du einen Ton an hast und ich weiß es leider nicht, wie die Seite heißt, aber ein kurzes Googlen dürfte das ja. Ja, müsste funktionieren. Verraten. Ja. Ist dein Kaffee eingeschenkt? Der ist eingeschenkt, ja. Ich könnte jetzt zwar Sopron annektieren, aber wie Marvin eben schon meinte, das ist also unglaublich anstrengend, diese Provinzen halt nachher zu verkernen. Deswegen erzwingen wir die Union wieder, lassen sie keine Gebiete abtreten. Wir könnten sie dazu zwingen, Kernprovinzen aufzugeben. Dann hätten sie keinen Kriegsgrund mehr gegen Serbien? Kroatien oder Serbien? Ja. Ah, Kroatien vor allem, da haben sie viele. Slawonien, Varaždin. Kroatien haben sie vier Kernprovinzen. Ja, ja, also das könnten wir zwar so durchsetzen, aber ich meine gegen Ungarn, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das machen, weil das passt eh noch in den Kriegsstand ohne Probleme mit rein. Das bringt das hauptsächlich mehr Prestige. Ja, und sie haben, ja gut, das brauchen wir gar nicht, aber warte mal. Ja doch, ja. Interessant ist dann halt eben, dass sie gegen Kroatien keinen Krieg mehr führen können. Das wäre was halt, worauf ich irgendwie spekulieren würde. Also sagen wir es mal so, sie sind in der Personalunion, sie können niemanden angreifen. Ah, okay. Dann, solange du nicht wieder verlierst. Ja, wahrscheinlich werde ich das noch irgendwann. Aber diesmal bist du ja jung, du hast eine Chance zu überleben, bis sie dich wieder in positiven Beziehungen haben. Ja. Wir können sie Handel übertragen lassen, was aber irgendwie, glaube ich, Kokolores ist, wenn sie keinen Hafen haben. Ja, du kannst halt, sie haben ein bisschen Handelsmacht wahrscheinlich in Wien, da kannst du ein bisschen mehr verdienen, Ungarn, nicht erwähnenswert. Wir zwingen sie jetzt mal die Kernprovinzen aufzugeben, kommt, das passt noch mit rein. Obwohl, nee, warte, das kostet mich super viel diplomatische Macht. Mal schauen. Da hast du ja gerade zu viel, habe ich letztes Mal gehört. Da habe ich gerade 999. deswegen wäre das nicht so. Ja, ich kann halt auch momentan kann ich die diplomatische Macht nicht in irgendwas anderes stecken. Das ist saublöd, ne? Dieser Frieden kostet Österreich 100 diplomatische Macht. Nee, komm, dann stecke ich es lieber doch in die Technologie. Wir sagen Handelseinfluss übertragen. Forderungen senden. Und dann werde ich jetzt die Technologie in Herrgotts Namen dann trotzdem erforschen. Und dann bin ich da, glaube ich, bald dann fertig, kann meine Truppen wieder zurückziehen. Jawohl. Frieden ist angeboten und dann können wir eigentlich wieder weitermachen. Zack, Spielabschluss. Ist jetzt gewesen. Wir haben den Kriegsgrund gegen Ungarn verloren. Oh nein, wir haben den Eroberungskriegsgrund gegen Ungarn verloren. Unser Diplomat ist zurückgekehrt und mein König, wir kriegen 30 Ruf. Ui, lalalala. Und wir erhalten 12 Prestige. Wow. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal meine Mission abbrechen, denn die passt mir jetzt gerade gar nicht mehr in den Kram. Diesem Anspruch fingieren. Das heißt, du verfügst jetzt sowohl über deine eigenen Truppen als auch über die von Ungarn. Die momentan nicht vorhanden sind. Aber er kann sie nicht befehligen. Ja, aber sie stehen dir zur Seite. Also du bist jetzt praktisch Österreich-Ungarn geworden. Ja, so in etwa. Eine Personalunion halt, ne? Ja. Weil ich da von einem ganz seltsamen Effekt gehört habe, ich konnte ihn selber noch nicht reproduzieren, aber es gibt Berichte, dass es möglich ist. Und zwar, wenn man eine Personalunion hat und seinen König als Befehlshaber hat, ihn aber nicht einsetzt, kann es passieren, dass eine zum Beispiel in deinem Fall ungarische Armee ihn benutzt,
als Herrscher, weil es ja auch deren König ist. Und dann kann man angeblich die Armee steuern. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich habe nur Geschichten darüber gehört. Hörensagen, Hörensagen. Genau, so in etwa. Ja. Also man nimmt den König, der militärischer Anführer ist, und setzt sie der anderen Armee vor. Also man selber setzt ihn nicht ein, damit er frei bleibt. Und eventuell kann ihn dann offenbar die andere Nation nehmen. Und die kann man dann offenbar steuern. Ja. Kann man denn die verbündeten Truppen dazu bewegen, sich meiner Armee anzuschließen? Also oftmals machen sie es ja, wenn man einfach sich mit der Armee trifft und dann weiterzieht, dann kommen sie oftmals mit. Aber gibt es da was, was das triggert, dass man sie dazu zwingen kann? Nein. Okay. Glaube nicht. Es gibt jetzt einen Haken übrigens, den ihr in den Armeen seht, oben rechts diese Einheit anfügen. Da könnt ihr es verbieten, indem ihr den Haken rausnimmt. Ah ja, genau. Das ist ganz also interessant. Also ich habe das gerade in meinem Bayern-Netzplay ganz oft gehabt, dass sich meine Verbündeten gedacht haben, was sie tun, und haben sich mit 30.000 Leuten zu mir gestellt und ich habe dann 5% Zermürbung gekriegt. Oh, fuck. Ah, dafür ist dieser Haken da. Das habe ich, hab ich auch öfter gehabt. Ja. Okay, ich habe ja kaum eine Armee, von daher. Das war mal eine Armee. Ja, aber langsam und stetig bekommen wir wieder ein, zwei Einheiten dazu. So, jetzt können wir mal langsam gucken, wann die Vasalisierung für Kroatien anfangen könnte. Wir sind momentan bei minus 12. Grundsteuer von Österreich im Vergleich zur kroatischen. Ja, das werden wir nicht so gut ausgleichen können. Ne? Positiv 12, negativ 12. Was genau schaust du gerade nach, wenn ich fragen darf? Ich schaue gerade auf die... ich gehe mit dem Mauscursor auf dieses X bei Vasalisierung anbieten. Was wem willst du Vasalisierung anbieten? Kroatien? Kroatien, ja. Na, die sind wahrscheinlich zu groß. Die sind noch zu groß, ja. Da steht deswegen halt dieser Grundsteuerschmus. Ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über E-Mail-Kontakt. Ne? Ja. Ich hatte ja ein Let's Play, da möchte ich an der Stelle mal drauf hinweisen. Ich habe ein Europa Universalis 4 Let's Play nur für meine Facebook-Freunde oder Follower gemacht. Aha. Das auch nicht so über YouTube verfügbar ist. Also ist dann auf YouTube ungelistet. Das ist auf YouTube nicht gelistet, genau, das ist ganz exklusiv, also nur auf Facebook momentan zu sehen. Mhm. Und wer also mir ein Like gibt auf Facebook, dort einfach nach Günther Shadow suchen, da bin ich dann gut zu finden. Du raffinierter Hund, du. Ja, der kann dann dieses Europa Universalis 4 Let's Play mit Vijay Nagara sehen, also mit Indien. Ui. Und da hatte ich dann, da hatte ich schon fast den kompletten indischen Subkontinent erobert und wollte dann einer Region mit zwei Provinzen, wollte ich dann die Vasalisierung anbieten. Und da stand dann dieser Unterschied mit der Grundsteuer. Ja. Und das war echt in der Tat so, dass die mit zwei Provinzen quasi immer noch als zu groß eingestuft wurden. Ja, weil es nur von der Grundsteuer abhängig ist. Und ich meine, zum Beispiel Marathwa da in Indien hat halt 6 Grundsteuer oder Surat. Ich will gar nicht wissen, wie viel Delhi hat. Und das kann halt dann ganz schnell in große Werte ausbrechen. Ja. Da kann man auch nicht wirklich was machen, außer eben seine eigene Grundsteuer erhöhen. Oder die gegnerische verringern. Ja, genau, die gegnerische verringern. Das ist halt eher so die Sache, ne? Aber wie würde ich das anstellen? Nee, du versorgst dafür, dass die Provinzen verlieren. Entweder eroberst du Teile. Du musst halt Krieg führen. Das heißt, deine Beziehung geht wieder böse zugrunde, was natürlich die Vasalisierung wieder sehr viel unwahrscheinlicher macht. Oder du versuchst sie in dem Krieg dazu zu bringen, Vasallen freizulassen. Genau. Also Nationen halt freizulassen. Genau, Provinzen freilassen und dann gegebenenfalls auch mal auf diese Provinzen Ansprüche zu erheben, was ja dann auch nochmal geht. Oder du hast halt eben den Vasall fürs Krieg gegen die anderen, ne, also am besten einen Vasall, der möglichst viele Ansprüche auf Kernprovinzen hat. Ah ja. Und dann gehst du hin und gibst dann die ganzen Kernprovinzen, gibst du dann deinem Vasallen und das ist halt ziemlich nice. Hm. Weil wenn du ihn nämlich annektierst, dann werden es deine Kernprovinzen. Da muss man aufpassen, dass Vasallen füttern oder Vessel Feeding, wie es im Englischen heißt, ist mit Patch 1.4 sehr, sehr, also nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwer geworden, weil Vasallen sehr weniger bereit sind, Provinzen zu kaufen. Nein!
das war früher meine Lieblingstaktik. Ja, okay, ja, das ja. war shit. Das wurde viel benutzt. Ja, ja, das war halt echt saugut. Also wurde es war halt echt gut, weil du die Provinzen halt, wenn du den Vasallen annektierst, alle als Kernprovinzen kriegst. Das spart halt so unglaublich viel Arbeit. Also gerade wenn es halt einen Malus gibt, normalerweise für dich, das als Kernprovinz zu transformieren. Naja. Ich habe übrigens momentan zu viele diplomatische Beziehungen, aber ich glaube, da kacke ich jetzt ausnahmsweise mal drauf. Denn die Personalunion mit Ungarn, die ist mir viel, 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 viel wichtiger. Warte, ich minus 3. Okay, ein Kardinal ist nicht mehr loyal. Was? Wo ist er? Hier. Oh fuck, Alter, Kastilien. Ohne Witz, woher kriegen die denn den ganzen Papsteinfluss? Das ist Kastilien, die haben eine nationale Idee, die ihnen das gibt. Ach, so ein Scheiß. Naja, dafür habe ich momentan zwei zukünftige Kardinäle, die ich kontrolliere. Sie haben aber noch keine ihrer nationalen Ideen. Fällt mir gerade auf. Sie haben Entdecker-Ideen genommen, sehr schön. Portugal natürlich auch. Ja, da England können sie sich nicht. Da schön gegenseitig ärgern, ja, ja. England keine Entdecker-Ideen. Sehr fein. Wo findest du das? Bei... Wenn du in die normale Diplomatieübersicht gehst, siehst du oben rechts ihre Technologiestufe, ihre Stabilität, ihre Prestige. Ah, und wenn du den Mauszeiger über die Lichtdingsterbumster hältst, dann bekommt es im Tooltip. Ah ja, danke für den Tipp. Militärische Macht von Österreich im Vergleich zu kroatischen. Scheiße, Kroatien baut jetzt halt wieder so viele Truppen. Jetzt wird die Vasalisierung auch wieder viel, viel unwahrscheinlicher. So ein Mist. Okay, das kann ich dann, glaube ich, mir abschminken. Wie viele Feinde habt ihr? Ich habe 9. Interessant. Ich glaube, habe ich überhaupt welche? Ja, Mamelucken. England, Polen und Burgund. Wie, Marvin? Du hast nur die Mamelucken? Dabei hast du die ganze Welt erobert? Und was habe ich denn erobert? Trittst jeden gegen Schienbein? Verleumdung! Wird mal Zeit, dass du Athen einnimmst. Warum hast du Athen noch nicht eingenommen? Frankreich hat Aragon angegriffen. Oh. Nein, das war jetzt. Entschuldigung, das war jetzt ein Insider passend zur Verleumdung an meine Abonnenten. Entschuldigung, wollte niemanden verwirren. Ist okay. Nee, Athen habe ich noch nicht eingenommen. Die hasst mich im Augenblick noch. Ich nehme jetzt gerade noch die Ramazan hier ein an der Mamelukengrenze, damit da mal die Grenze ein bisschen schöner ist. Ich habe auch einen Krieg gegen Kasan gewonnen, an dem ich nicht wirklich teilgenommen habe, aber ich war halt dabei, theoretisch, moralisch, so nebenbei. Moldawien ist ein Vasall von Polen. Schwarzes Meer, Georgien, ist da nicht Sotschi in der Nähe? Ja. Wo jetzt bald die Winterspiele stattfinden werden, die ja mehr oder weniger auf demselben Breitengrad wie das Mittelmeer stattfinden werden. Ah ja. Was, glaube ich, das erste Mal ist, dass die Olympischen Winterspiele im subtropischen Bereich stattfinden werden. Okay. Ja. Schneekanone, ahoi. ja, ich weiß, es ist ja Russland und in Russland ist überall kalt. Also sobald du die Grenze nach Russland überschreitest, fällt die Temperatur um 20 Grad automatisch. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie das schon mit natürlichem Schnee dann hinbekommen. Es gibt jetzt auch eine Klimakarte, gell? Eine Klimakarte? Ja, das ist das Thermometer. Europa Universalis oder was? Ja, weil jetzt Klimazonen eingeführt worden sind. Oh. Es gibt auch eine Winterkarte, die finde ich sehr lustig. Da sieht man, wo wie hart der Winter ist. Und das beeinträchtigt die Mali, die man kriegt, oder die Mali auf Zermürbung, die man kriegt, wenn da gerade Winter ist. Ah, und sehr schön finde ich immer wieder diese, ich meine, es ist logisch in den Pyrenäen, aber es sieht einfach unheimlich lustig aus, dieser weiße Streifen. Ja. Und nebendran dann gleich wieder super Sommer. Ja. Genau. Mit keine Winter in Spanien, genau. Und das andere ist die Klimakarte. Na gut, aber die ist dann... Ich habe noch, hab noch eine ganz kurze Frage, aber erzähl erstmal noch zu Ende, ja. Nö, ist schon, bin schon fertig. Ja. Die Provence, mit der habe ich noch eine Staatsehe und ein Bündnis. Mhm. Und ich glaube, es ist doch irgendwie Cocolores, oder? Also die Provence
gibt dir mit Sicherheit nichts. Gar nichts, ne? Außer den Krieg gegen Frankreich, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft. Ja, also wollen wir mal hoffen, dass das nicht so bald. Warte hier, komm, das lösen wir mal auf. Also nur, solange ich noch die Kurie kontrolliere. Ja, würde ich auch tun an deiner Stelle. Lösen wir die Staatsehe flugs auf. Ich habe gerade ein schönes Event bekommen, Titelverkauf. Da kann man sich entscheiden, ob man Titel auch für Geld verkaufen will. Kriegt man Geld oder Stabilität. Was ich sehr interessant finde, dasselbe Event haben sie mit einem anderen Bild für die Indianer eingebaut. Und ich frage mich bis heute, wie das bei Indianern mit Titelverkauf aussieht, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nicht der große Indianerkenner, aber es erscheint mir falsch. Angebot für Staatsehe von der Provence. Oh. Sie wollen sie wieder haben. Ja, klar. Oh. Gucken wir, dass ich jetzt auch noch das Bündnis auflöse. Ist nämlich auch total unnütz. Ah ja, da ist er ja. Ist denn Indianer der politisch korrekte Begriff momentan? Für ich glaube, Indianer darf man sagen. Indigene Bevölkerung. Also wir schon. Ich glaube, die Amerikaner dürfen ihn nicht sagen. Die müssen Native Americans sagen. Ja. Stimmt, die haben ja Staatsbürgerrechte, ne? Oder? Sowas in Richtung, ne? Gell? Ja, bestimmt. Aber ich glaube, Indians, das Problem ist ja, dass es sie als Inder bezeichnet in ihrer Sprache. Hm. Weil ja Kolumbus gedacht hat, er hat Indien, einen Seeweg nach Indien entdeckt und da sind Inder. Und deswegen Indians ist ja dasselbe. Aber bei uns weiß man ja Indianer, wer damit gemeint ist. Das ist keine Verwechslungsgefahr. Von daher ist diese implizierte Beleidigung gar nicht dabei. Aber nichtsdestotrotz könnten wir auch Ureinwohner Amerikas sagen. Ja. Wobei das halt... Weil das nicht so eindeutig ist. Nicht? Ja, Ureinwohner Amerikas, das können Azteken auch sein. Stimmt. Azteken werden selten im Deutschen als Indianer bezeichnet. Das stimmt wohl. Das ist ja auch ganz lustig, bei den Patch Dogs von Paradox hier haben wir immer von den Natives gesprochen und es war immer die Frage da, meinen sie damit auch Azteken oder nicht? Und es ist auch rausgekommen, sie haben wirklich nur Indianer gemeint. Können wir mal ganz kurz abspeichern. Ja. Denn ich habe gerade, ich bin ja nur Mitglied in einem Bündnis gegen Ungarn und dieses Bündnis möchte ich jetzt gerne verlassen. Mhm. Und wenn ich jetzt auf Bündnisaktion klicke und dann auf Bündnis verlassen, dann verlasse ich ja das Bündnis gegen Ungarn, ne? Nicht mehr eine Personalunion mit Ungarn. Ne? Du müsstest dann eigentlich die Koalition verlassen von der Übersetzungslogik Paradox her. Ja, also gegen Ungarn, ne? Das verlasse ich dann, ne? Ja, ich mach mal so. Okay, dann können wir weitermachen, ja. Gut. Nur falls das jetzt irgendwie ganz furchtbar schief geht und gleich irgendwas Schreckliches passiert. Boom. Ach, du bist so paranoid, ey. Ungarn greift Österreich an. So. Wenn ich jetzt mal hier auf Dynastieaktion gehe, negativ. Grundsteuer von Österreich im Vergleich zu Salzburg, minus 39, halt doch die Fresse. Ja, du Salzburg, hast du Salzburg mal angeschaut? Ja, Salzburg, ich war schon ein paar Mal in Salzburg. Salzburg allein hat mehr Steuer als ganz Kroatien, mein Lieber. 15,50, halt die Fresse. Halt doch die Fresse, Wahnsinn. Baden erobert übrigens die Welt, ist mir aufgefallen. Ja, Baden ist ultra aktiv momentan, ja. Ja, besetzt auch gerade die Oberpfalz und die komplette Pfalz. Ja. Ja, solltest du mal, also du bist, das wollte ich gerade sagen, solltest du als Kaiser unterbinden, aber du bist nicht mehr Kaiser. Münster ist. Kaiser, nein. Allgemein, es gibt verdammt wenig Reichsfürsten, 37. Wo muss ich mich denn bewerben, wenn ich hier irgendwie Kurfürst werden will? Du musstest eine Personalunion. Oh, falls wir von Baden gerade fertig gemacht, nebenbei merkt. Du bräuchtest eine Personalunion mit einem Kurfürsten und müsstest warten, bis du diese irbst. Also nicht, bis du sie annektierst, sondern bis du sie irbst. Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, und es ist der Ramadan. Oh ja, ja, wir fasten. Aus Solidarität gegenüber unseren sehr schön. Freundin. Was ist gerade? Sorry. Sehr schön. Ist das ein Event bei dir als Ottomane? Ja. Okay. Kann man Pietät kriegen. Ich habe meine Pietät sogar gerade auf 100%. Obwohl ich da eigentlich gar nicht so der große Fan davon bin, weil 0% Pietät billige Technologien sind. Aber ich habe ein paar Provinzen zu konvertieren und mit hoher Pietät kann man die halt schnell konvertieren. Und dann kann man wieder zurückgehen sozusagen auf 0%, damit man wieder billige Technologien hat. Okay. So die Standardtaktik. Oh, Serbien hat uns den Krieg erklärt. Ich muss Pause machen. Ich bin total überrascht. Wieso hat Serbien mir den Krieg erklärt? Eroberung als Kriegsgrund. Wahrscheinlich wegen Dalmatien, oder? Ja, ich denke auch wegen Dalmatien. Ja, da marschieren sie auch schon hin. Jetzt
ist nur das Problem, ich habe ein Bündnis sowohl mit Serbien als auch mit dir. Ach. Wie machen wir denn das? Kriegst du von beiden eine Anfrage? Ja, nee, ich habe noch keine Anfrage gekriegt, nur jetzt müsste ich mal hier, jetzt lass mich mal ganz kurz grübeln, also weil ich weiß ja nicht, was ist meine Perspektive als Österreich mit Serbien, was mache ich mit denen? Ja, irgendwann übernehmen, oder? Wie macht man das am besten? Ja, Serbien ist ziemlich groß zum Übernehmen. Ich muss mal ganz kurz auf die diplomatische Karte gucken. Die haben Anspruch auf, wow, Albanien, Salento, Bari, Dalmatien und Muntenien. Heftigst. Also, soll ich Krieg führen gegen die... Ich weiß es gerade noch nicht. Was muss ich denn... Du solltest dir auf jeden Fall überlegen, ob du das Bündnis mit ihnen brichst, bevor sie dich gegen Egonson einladen. Also du willst Egonson angreifen. Ja, okay. Ja, Egonson angreifen wäre vielleicht auch mal eine Idee. Dann warten wir mal gerade ab, ja. Wir können auch beide gegen Egonson kämpfen. Ich habe auch einen Kriegsgrund gegen ihn. Also deswegen heißt es ja auch Together, ne? Weil genau. Wir together gegen Egonson kämpfen. Ne? Ach, immer auf den Kleinen. Nee, mach mal. Wo kann ich dich denn zum Krieg einladen? Wo ist denn hier der Ruf? Das macht, Waffen? Wenn ihr verbündet seid, ihr seid nicht verbündet. dann kannst du es nicht. Ah. Dann solltet ihr euer Bündnis vielleicht erneuern, wenn ihr das könnt. Wahrscheinlich könnt ihr das immer noch nicht. Wir müssen noch abwarten, das dauert noch. Das geht noch gar nicht so schnell. Ja, okay, mach einfach weiter. Wir hassen uns ja gegenseitig, weil ist ja... Stinke. Also wenn Österreich sein Bündnis mit Kroatien beendet, dann helfe ich Egonson. Jaul hat Gaul. Wenn Österreich das Bündnis mit Kroatien verhält. Mit Serbien meine ich, Entschuldigung, mit Serbien. Mit Serbien. Dann helfe ich Egonson. Hilf du mal Egonson. Beendest du dein Bündnis mit Serbien? Ich? Ja, sonst hilft ja der... Also ich kann sie auch so angreifen, dann kriegst du halt einen Ruf zu den Waffen von Serbien, wenn ich sie angreife. Warte mal. Scheiße, ich verliere 5 Prestige, ihr Wichser. Vielleicht 25, wenn du den Ruf zu den Waffen ablehnst. Mhm. Moment. Also, ich habe jetzt hier ja noch nichts an Einladungen bekommen, ja? Und wenn ich jetzt das Bündnis mit Serbien auflöse... aber die mögen mich so, die finden mich alle so geil. Weil du sie freigelassen hast. Kann ich nicht sagen, Thron beanspruchen? Sie müssen entweder keinen legalen Nachfolger haben. Wie alt ist denn der Typ gerade? Lass mich ja gerade gucken. 22 ist der Nachfolger, Anspruch. Wo steht es? Bei Tod des Monarchen folgt Stefan Brankovic auf den Thron. Regentschaft Kasimir, Albrecht IV. Ernst von Habsburg folgt auf den Thron nach. Wo sehe ich den Anspruch des Nachfolgers? Also du kannst oben unter deinem Namen Österreich, siehst du diese ganzen lustigen Flaggen, da ist ein schwarzer Kopf mit einer Krone, da siehst Moment, du... Moment, also bei mir jetzt, ne? Ja, oben umkämpfte Nachfolge heißt es. Ah ja, genau. Wenn da Serbien nicht drinsteht, dann kannst du es auch vergessen. Ah, okay, gut, ja, da stehen sie nicht drin. Schade, du könntest jetzt natürlich auch die Möglichkeit nutzen und einfach sagen, du brichst das Bündnis und die Staatsehe, solange du immer noch... Habskontrolleur bist, dann bist du nämlich noch eine diplomatische Beziehung los. Ja, wir machen das, ja. Ich sag mal, Familienbande auflösen, ja. Mhm. Okay, ja, mach mal die Pause wieder raus und bis ich das Bündnis auflösen kann, dauert es allerdings noch einen Moment, da muss ich warten, bis mein Diplomat zurück ist. Ist okay, meine Leute werden ja nur abgeschlachtet. Okay, Diplomat ist angekommen. Jetzt dauert es noch einen kleinen Moment, bis ich sagen kann, Bündnis auflösen. Sekunde. Wir könnten natürlich auch sagen, wir beginnen den großen Krieg in der nächsten Folge, nachdem wir schon wieder bei 24, 25 Minuten sind. Das stimmt wohl. Dann machen wir hier eine Pause, speichern mal wieder ab und bedanken uns fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Und
Grüß Gott, bis zum nächsten Mal. Genau. Servus. Ciao.